Und wir sind zurück im Spiel Nummer 3 zwischen Meepwn und Team Empire in der Joint Water Masters. Featured by Dailymotion. Wie da oben auch schon steht. Tja, nachdem Team Empire im ersten Game so stark gemeepwned wurde, wurden jetzt Meepwned geowned von Empires Resolutions Tiny Wisp Combo. Da waren sie nicht so ganz drauf vorbereitet. Und nachdem trotzdem jetzt der Meepo gebannt wurde, wird wahrscheinlich auch trotzdem der X gebannt werden von Meepo. Tatsächlich wird es nicht, von daher könnten wir vielleicht einen Jokey X sehen hier. Good times. Zumindest X und Troll sind noch drin. Könnte man sehen, aber ja, Wisp und Juggernaut sind raus. Obwohl sie den First Pick hatten, hätten sie auch Juggernaut drin lassen können, wenn sie selber spielen wollten. Wollten sie nicht, dementsprechend bannen. Zeus als letzter Bann noch, der jetzt schon zweimal mehr oder weniger gut funktioniert hatte. Aber Troll Warlord wird der First Pick sein hier von Meepwned. Und Aix natürlich direkt danach. Feature Aix von Team Empires Jokey. Sehr schön. Das freut mich. Endlich ein Aix für Empire. Das wird ein ziemlich geiles Spiel. Ob Meepwned das genauso sehen, ist die andere Frage. X für Team Empire. Die Frage ist natürlich, was sie dazu tun. Können jetzt sowas wie ein Dazzle dazu tun? Können sowas wie einen schönen Darkseer und Creepseer Skipping machen? Könnten halt viel machen. Mal schauen, auf wo Yoki standardmäßig hingeht. Weiß nicht, ob es ein Offlane oder ein Wurz Gen X ist. Aber das werden wir dann halt sehen. Lassen sich aber trotzdem wieder Zeit. Haben jetzt erstmal geguckt, was sie bekommen. Kommen jetzt ein X, okay. Dann schauen wir mal, was dann halt sonst noch so dabei kommt. Ein X-Troll wird es aber anscheinend gerade nicht. Denn der ist schon weg. Und es ist die Menschen doch. Eine sehr lange gebraucht hier Silence irgendwie für diese Entscheidung. Im aktuellen Meta ist doch eigentlich Mensch sehr weit vertrieben. Muss halt nur geguckt werden, ob sie ins Lineup von Team Empire kommen. Und ja, anscheinend passt sie ganz gut. Schauen, was die Paladar als letzten Hero pickt, bevor es in die zweite Bannphase geht. Wird wahrscheinlich jemand sein, der gut Attack Speed brauchen kann. Es könnte auch eine AA sein, die zusammen mit dem Troll natürlich immer ziemlich cool ist. Mit dem Chilling Touch zusammen. Bonus Damage, sehr viel. Und ein bisschen weniger Attack Speed, was mit Troll Warlord Ulti als Battle Trance natürlich dann ignoriert wird. Ja. Könnte das sein. Aber auch hier Paladai lässt sich doch sehr viel Zeit. Ja, sehr viel Zeit. Immer noch nichts gefunden. Zusammen mit Troll-Warlord. Troll-Warlord. Aber. Tja. Hat die ganze freie Wahl der Welt. Und es ist ein Shadow-Demon. So. Werden wir schauen, für was denn das der Setup ist. Könnte sowas für den Mirana sein, für den Kunker, für was weiß ich, für den Dazzle. Shadow Demon Dazzle Combo ist ja auch noch drin, aber Dazzle gegen Aix ist halt so eine Sache. Wird halt auch gedankt.
Mal schauen, was Star Paladin noch so aus den Armen, aus den Ärmeln zieht. Dazzle ist tatsächlich gebannt für den Empire. Ja, eins von beiden. Also Venge wäre wohl gebannt worden, wenn Team Empire sie nicht gepickt hätte. Oder vielleicht von Meepo gepickt worden, von daher musste Silent hat jetzt eines von beiden Helden schon picken. Ja, für Meepo und mal schauen, ob hier Team Empire Setups bannt oder starke Dinge, die da reingehen könnten. Mirana oder sowas. Oder ob sie hier einfach was anderes bannen. Oder den Doom oder so. Doom of X wäre halt nur so eine Sache. Ohne Spins. Aber ja. Das sind die Möglichkeiten. Auch zu viel Melee gegen X ist halt so eine Sache. Und wenn Doom gecallt wird, ist es halt auch schwierig, da einen Doom rauszubekommen. Lassen sich wieder doch viel Zeit. Reserve-Zeit geht einiges vorbei. Und es ist tatsächlich der Hani Sand King, der jetzt dieses Mal rausgebannt wird. Also Hani muss sich was Neues überlegen. Paladai wird wahrscheinlich ein Shadow Demon spielen als 5 Position. Hani auf der 4 wird dann was Aktiveres nehmen. Mal schauen, was da so. Was da so drin ist. Eventuell ist es die Mirana. Könnte eine Hane in Mirana sehen, aber ja, Shadow die Mirana ist. Ja. Die Zeit ist halt auch irgendwie schon wieder vorbei. Ich weiß nicht ganz, warum Mirana abgeholt habe, aber es ist halt ein Hit-or-Miss-Hero. Und ja, so stark carryen wird das halt auch nicht. Wenn Moonlight Shadow an ist, muss man halt wieder von den Lanes runtergehen. Und also Geschichten. Es ist halt stark bei Teams, die funktionieren und dann. Aber doch halt eher weniger competitive Sachen. Glaube ich jetzt mal. Denn hier oft in Tier 1 sind halt die Teams da doch schon sehr weit darauf vorbereitet. Und Pack als letzter Band von Paladai. Musste auch sehr lange überleben. Viel Zeit, mal schauen, was der letzte Bann von Silent ist. Aber ansonsten kann ich halt gerade über nicht viel mehr reden. Auch wieder Reserve Time in der letzten Bannphase tatsächlich genommen. Bleibt noch weniger für später übrig. Aber immerhin haben wir keine Reserve Zeit mehr, die übrig ist. Nichts bannen? Ja, nichts bannen. Chill out. Silent passt ja es auch. Silent packt hier die Moves aus, nichts gebannt, Witch Doctor gepickt. Okay. Early Aggression. Und auch für später. Schöner Death Ward. Excellent. Aber müssen wir halt auch schauen. Shadow Demon hat immer noch Defensive Disruptions, die da auch ganz gut gegen sind. Troll Warlord kann Early, kann Lucky Bashes auf Witch Doctor bekommen. Ja, sowas halt, ne? Ist jetzt nicht das. Komplett Free-Zeit für Witch Doctor. Trotzdem ist er halt auch als Early Support gut und der Death Ward ist halt immer eine Möglichkeit, dass da was kommen könnte. Ah, Paladai sagt es jetzt auch, ich lasse jetzt auch mal die Reserve-Zeit ablaufen, aber nein. Phoenix ist der Pick von Meepo und ha. Das hatten wir vorgestern schon gesehen. Bei Phoenix war halt ein Problem. Was war das vor ASC? Das halt. Ne, Goomba war das, glaube ich, wieder. Und Goomba hatte da nicht ganz es durchgezogen bekommen mit dem Phoenix. Hat einfach zu wenig gemacht. Hat gut Damage gemacht, aber dann nach dem Midgame ist er halt sehr stark abgefallen. Hat nicht so viel gebracht. Und Magnus. Ja, so eine geht ein bisschen mit dem Death Ward. Aber bisher. Mal schauen. Auf jeden Fall klar, wenn die AP trifft, Call rein. Und vielleicht noch sowas wie eine PA oder so. Oh. Venomancer, schön als Counter gegen Magnus. Dass er nicht blinken kann. Mit Venomancer, der dann von Excalibur gespielt wird. Simba, Offlane, Phoenix. Oder es wird halt ein Support Venomancer von Hani.
und sie picken noch einen Carry, so wie es scheint. Slark gebannt als letzter Bann. Wäre auch eine gute Wahl gewesen. Vielleicht brauchen sie aber trotzdem Stunts. Damit sie hier einen Phoenix, der stunnen kann nach 5 Sekunden. Wir haben einen Shadow Demon, der kurz disrupten kann. Und dann haben wir Lucky Bashes von Troll. Daher, Anti-Mage ist hier raus. Wäre auch eine gute Wahl. Aber vielleicht könnte es die PE hier werden. Magnus PE ist eine coole Sache. Haben ganz gute Control von Team Empire. Meepo und haben aber tatsächlich mehr Richtung Magical Damage, von daher wird es mit der PA, besonders mit dem Phoenix, wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Schade. Mal schauen, was das Silent Hero hier wird. Und es wird wohl ein Offline-X. Und eine Phantom Assassin kommt es tatsächlich, na gut. PA-Magnus-Kombo. Team Empire hält sie für viable, von daher ist sie jetzt suddenly viable. Mal wieder. Meepo und werden jetzt wahrscheinlich keinen Red Clicker nehmen. Oder vielleicht irgendwas mit Magical Damage. Gegen Exit halt auch ganz gut. Oder vielleicht kommt hier eine Mirana für Shadow Demon, aber sieht eher nicht danach aus. Ja, mal schauen, was hier der Core wird. Ob Venomancer Mitte geht, ob Troll Mitte geht. Ob Venomancer Support ist. Oder eben halt auch nicht. Und es ist ein Bloodseeker, mal wieder. Dritte Spielfolge mit Bloodseeker auf Wii. Ha. So. Jetzt gegen die PA. Bedingt stark, würde ich jetzt mal so sagen. Kann sie natürlich nicht entkommen, kann ich wegblinken. Oder nicht ohne viel Damage zu nehmen. Aber ob das im Red Kick so passt. Haben wir halt ziemlich viel Control. Oh, und es ist ein Honey-Bloodseeker tatsächlich, okay. Hani Bloodseeker. Nachher ein Support Bloodseeker diesmal. Anscheinend. Oder, keine Ahnung, Wea hat sein. Hat's verkackt und wird jetzt gesagt: Okay, komm. Lass mal jemand anderen machen. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie sie das. Wie sie das dann im Endeffekt lane. Miep, miep. Und ja, der erste Sache ist natürlich schon klar. Zimmer wird den Phoenix nach oben auf die Toplane machen und es ist Wea in der Mitte auf dem Troll. Na gut. Und Excalibur auf dem Veno. Das sieht. Oh nein, das ist ein Jungle Bloodseeker. Und Venomancer Core auf Excalibur zusammen mit Pyladai als Solo-Support. Empire gegen Greedy. Very greedy. Immerhin haben sie es nicht direkt angezeigt, dass sie einen Jungle haben, von daher. Empire gegen Greedy, nein. Meepo und gehen sehr greedy. Empire weiß zum Glück erstmal davon nichts und invaden hier nicht den Jungle, um die Camps zu warden, aber schon aggressiver Ward hier schon raus von Joki, sodass hier keine Pull-Throughs sein können und für Hani ist das natürlich auch so eine Sache, natürlich doof damit zu fighten. Aber gut, Resolution über dem TD Mitte, wieder Always Wanna Fly und Aloha Dance supporten Silent auf der PA. Mit dem schönen Set natürlich, denn als Pro-Gamer hat man Geld. Beide Wards sind raus von beiden Teams. Beide Teams haben gewordet, dass es das gegnerische Team nicht sieht. So ungefähr. Und okay. Alodans kriegt hier die Top-Rune. Resolution, na? Resolution holt sie wohl. Ja. Und geht auf den Weg zum Bloggen. Blocken. Weha ist da schon früher drin. Und kriegt wahrscheinlich dadurch die bessere Lane-Position. Oh, die erste D-Ward wurde schon von Always on the Fly gemacht. Ihr Ward kam raus. Wahrscheinlich haben sie doch so ein bisschen gesehen, dass da gedewardet wurde. Aber ja, die Lanes. Axe wird gegen Excalibur und Paladin eine ziemlich gute Zeit haben. Simba wird nichts bekommen. Außer Tode. Oh, bounce nicht zurück an ihm zurück. Von daher kommt er gerade so weg, aber. Wenn ja eine Bounce noch zurückgekommen wäre, wäre das tatsächlich das First Blood und das wäre ein ziemlich casual First Blood gewesen. Muss man einfach sagen. Casual hingerannt, Stun drauf, tot. Excalibur ist ja noch nicht ganz sicher, was das gehen soll. Hat noch frei. Versucht wahrscheinlich halt auch ohne das. Ja, ohne klarzukommen. Ohne die Gale klarzukommen, in der Hoffnung, dass
Wenn ihr sie am Anfang nicht braucht, dann kann ihr sie skippen. Auch ganz sinnvoll. Aber Lane pusht auch ganz gut rein, verliert hier einige Last-Hits und ist jetzt hinter BA zurück. Jetzt wird wieder gegoat, hat immerhin Phoenix Fly immer da. Aber wie wir eben gesehen haben, der Damage ist ja schon gut da. Das Camp hier ist voll, von daher wird die nächste Wave erstmal rein pushen. Konnte Pilot leider nicht wissen, beziehungsweise nicht nachgeguckt. Wird halt auch passend für Joki sein. Trotzdem versucht ihr vielleicht Excalibur zu callen. Ja, oh, ganz knappe Disruption noch. Sonst wäre das tot. Aber Call eventuell jetzt hier auf Paladai. Sehr aggressiv und wieder. Das hätte da noch weitergegangen, hätte er definitiv Paladai gefunden, der sich da ein bisschen eingesperrt hatte. Aber ganz knapp überlebt es noch. Joki wird sich natürlich jetzt richtig über Spins freuen, hat den Call gerade so wieder abgebrochen. Aber jetzt wird er gekitet und muss tatsächlich rausdepen. Disruption ist keine vorhanden, kein Mana. Schön gemacht von Joki, aber auch schön gemacht von Excalibur, der einfach so. Einfach, I don't care. Geld drauf, so. Und jetzt rennen. Du bist zu weit. Weha wird in der Mitte gegankt. Mal schauen, ob sie den hier bekommen. Ist halt so die Sache. Ja, steht halt ziemlich passiv, sieht, dass die Leute missing sind. Und wird hier nichts finden. Na? Cast bounced. Und tatsächlich dann ist in Reichweite. Reicht der Damage. Der Damage scheint zu reichen. First Blood ist aber von Hani, der sich auf dem Platz hier das holt. Oh, ein schöner Juke hier. Und Juke das hier tatsächlich komplett aus. Holy shit. Hani kriegt einfach so einen Jungle, einen Double Kill. Supports laufen in seinen Jungle und lassen sich fressen. Crap. Das war übel für Empire. Und wunderschöne Jukes von Weha hier in dem Jungle. Hat den einen Baum gefressen? Nee, ist einfach so da reingegangen. Bitter. Das war doch schon doch recht klar, aber recht knapp. War eigentlich ein recht klarer Gank. War weit gedived, aber den Damage hatten sie eigentlich, aber halt nur eigentlich. Auf der Bottomlane. Joki kriegt tatsächlich gar nicht so viel Last jetzt, wie ich erwartet hätte. Hat natürlich den Space, Level 4. Nach 3,5 Minuten hat mit dem TP raus nicht so viel verloren. Und naja, aber PA farmt halt. Silent hat 22 Last Hits. Ist gut dabei, wird ja, Portraits gehen. Wird wohl keine Midas werden. Kann natürlich sein, aber versucht hier erstmal die Illus loszuwerden. Die ihm sonst halt sonst den Wald wegfarmen. Ja, und kann hier vielleicht, ja, kann es hier komplett verhindern, dass sein Wild weggefarmt wird, immerhin. Ja, im Battle Resolution gegen Weha sieht es bisher nur so aus, dass Magnus 20 zu 0 ist, aber Troll 18 zu 6. Daher mehr die Nice hier dran, macht sich natürlich ein Leveln zur Schau. Wobei tatsächlich Weha eigentlich mehr haben sollte, da an dem Kill einer beteiligt war. Wobei, es war halt irgendwo hier und hier oben ist der Kill passiert. War knapp vielleicht außerhalb der Erfahrungsreichweite. Da sind sie hier tatsächlich noch even. Was mich sehr überrascht, ist halt, dass die Pro-Teams immer noch Bottle Crown. Klar, es ist mehr Emphasis auf die Runen gelegt worden. Deshalb sind die Runen halt auch öfters contested. Das ist halt so ein Ding. Bin nur gerade so rechtzeitig diesen Creeps. Sonst hätte er sich das von Joki noch klauen können. Klauen lassen hätten. Oder so. Jo. Fly ist da, alle sind low in Sachen Attack Speed. Simba hat jetzt erstmal Ruhe auf der Lane. Schon noch sagen, auch außerdem mit den Spirits und die Attack. Die Attack-Sachen ist es doch schon sehr low, aber er kann halt nicht viel machen oben. Kann versuchen, ein bisschen Attack Speed zu slowen hier. Kann versuchen, einfach auch was von der Fly zu töten. Das geht natürlich auch. Okay. Bezahlt dafür mit seinem eigenen Leben, aber Hashtag worth it. Auf jeden Fall. Oder auch nicht. Ja gut, PA hat dafür Geld bekommen. Das ist halt so eine Sache, okay. War es nicht ganz worth it. Ein bisschen was bekommen, aber ja, den Job, die PA rauszuhalten, hat er jetzt halt noch weniger getan. Resolution kriegt die Top-Rune.
Bottom-Rune kann Pyladai securen, aber kommt er nicht rechtzeitig hin. Bottle ist auch noch voll für Troll, von daher holt er sich das einfach selbst. Aber so eine Fly, die wurde tatsächlich diesen Ward hier. Schon haben sie gesehen, dass er gestellt wurde. Ist auch ein bisschen schwierig, da hinzukommen, ohne halt irgendwie hier vorbei zu laufen, wo man hier gesehen wird. Außerdem ist jetzt aber gerade erst Nacht geworden. Shoki muss jetzt in den Jungle abziehen. Hat da keinen Spaß mehr auf der Bottom Lane, obwohl das jetzt gedewardet wurde. Aber muss halt unbedingt. Braucht halt Space, braucht halt Last Hits, sonst ist halt X nur ein Bruchteil seiner Möglichkeiten. Und das immerhin haben Meepo schon ganz gut drauf. Nämlich hier den X Shutdown. Excalibur merkt das und die Supports rotieren direkt weg. Hani und Paladai, jetzt kommt die Disruption. Ja, die Frage ist, ob Hani rechtzeitig da ist. Nein. Resolution skewert weg kurz vor das Rupture. Kurz vor dem Rupture. Und mit dem Rupture wäre das vielleicht ein bisschen Damage gewesen. War doch eine ziemlich große Strecke. Hätten sie wahrscheinlich noch gehen können, besonders mit dem Movement Speed vom Bloodseeker mehr. Pro Movement Speed. Aches wird ja jetzt gesehen, dass er im Jungle ist. Aber können sie halt auch nichts machen. Simba hilft da ein bisschen. So ein bisschen, ja, nevermind. Resolution geht hier down, Fly geht hier down. Paladai, glaube ich, braucht hier einen Last Hit. Kriegt ihn aber nicht. Trotzdem ist das nicht so hoch, der Battlehanger, sodass es okay ist. Phoenix muss hier. Ups. Na gut, konnte noch einen Hit machen, klar. Aber, ja. Hat halt sonst keine Chance. Geht ja noch auf Silence an. Sehr aggressiver Phoenix. Und wird hier eventuell mit dem Strahl weitergehen. Ah, daneben geschossen. Und jetzt wird hier Simba auch noch down gehen. Bisschen greedy. Hatte die Chance auf Silent gehabt. Hat sie mit nicht getroffenen Fire Spirits dann leider verschenkt und kam dann auch nicht mehr weg. Mit dem Aggressive Dive hier rein. War das dann die Chance verkackt. Chance missed. Whatever. Hani farmt aber weiter, ist jetzt Level 8 nach 8 Minuten. Der Jungle läuft sehr gut für ihn. Außerdem mit Midas unterwegs und mit dem, ja, zwei Solo-Kills, die er da bekommen hat. Natürlich ganz praktisch. Ja, auf der Bottomlane. Tower geht jetzt hier down, aber Excalibur wird hier einfach von einem Invisible Resolution gekillt. Ja. Easy life und der erste Dank von Joki. Der natürlich dann die Wards abfarmen wird. Oder wird er? Das ist die Frage. Resolution hat jetzt hier einen Rapture drauf. Call kommt raus, um ein bisschen mehr Armor zu bekommen. Und Hani hat ein kleines Problem. Ah, oh, zu spät. Aber da kommt noch der. Die Cask und Battlehanger wird ihn tatsächlich jetzt umbringen. Beziehungsweise, okay, nein. Aloha Dance holt jetzt den Last Hit. Mega Kill Streak geht tatsächlich down vom Maledikt. Das war teuer. 700 Gold für Aloha Dance dadurch. Einiges. Schauen wir uns mal die Graphen nach 9 Minuten 40 an. Und zwar, Networth war von Nippon weit hoch. Waren wieder sehr weit voraus. Aber die Kills sind jetzt geholt. Und wichtige Kills. Hani down gegangen. Damit haben sie erstmal keinerlei Helden, die so wirklich snowballen vorne. Aber er ist natürlich weiter im Jungle. Glaube ich zumindest. Na, tatsächlich nicht. Geht's auf die Top-Lane. Muss seinen Midas benutzen. Oder wartet einfach auf die Trap. Hofft, dass BA rankommt. Mal schauen, wie es laufen wird. Sehr aggressiv mit dem Rupture. Weite Range, aber niemand will ran. Haben ihn hier gesehen, haben ihn rausgepinkt und nutzt dann mal das eben auf der Toplane nichts gefunden und geht zurück in den Jungle. Hat doch nicht so viel Zeit verloren dadurch. DD für Venomancer. Kann auf jeden Fall besser Last hitten. Aber ja, erstmal wenig los für Excalibur, der halt immer auch auf Ganks aufpassen muss. Sehr squishy. Hat zwar seine vielen Wards da, aber ja, jetzt da oben rein zu pushen, ist halt auch so eine Sache. Besonders erstmal ohne Wards, die sie halt wieder stellen müssen. Und sie wissen halt nicht, wo Joki ist. Und Joki hat jetzt seinen Blinkdagger nach 11 Minuten auf dieser Offlane. Und dann wird's
umso schwieriger für Meepo hier Laning weiterzutreiben und halt nicht zu counter-initiated oder initiated zu werden. Smoke von Hardy und Pinder die. Sie hoffen jetzt, dass Excalibur angegangen wird, aber es ist nur Always von der Fly, der da ist. Und die Lanes sind schon... Wirf ist zu weit zu hinten, von daher vielleicht wird er hier rangehen. Tatsächlich wird er hier rangehen. Und kriegt hier einiges an Damage, wird aber wahrscheinlich okay sein. Oder auch nicht. Shadow Demon holt sich halt einfach mit dem Shadow Poison die Kills. Keine Rotations tatsächlich, aber Troll, der hier in der Mitte Lane down geht. Waren halt Empire beschäftigt, aber Empire haben sie definitiv hier den besseren Fight rausgezogen. Troll ist ein bisschen mehr wert als die Venge. Die hat ein bisschen Tower Damage machen, aber ist nicht genug, um das zu rechtfertigen. Tja, Jockey X, was macht er als erstes? Hat einen Dank. Hat er beim Blinkdagger noch nicht eingesetzt und das werden wir aber auch bald sehen. Außerdem Silent hat bald sein Battlefield fertig. Es kommt eingeflogen, nur das Perseverance. Battlefury in 1200 Gold. Und dann werden wir zumindest schon die erste AP-Action sehen können. Silent ist jetzt auch schon soweit mit dem Perseverance in Sachen Regeneration. Hat er schon länger mit dem Ring of Health, ja, aber ist jetzt auch schon so weit, dass er da halt auch solo, dass Simba solo nichts machen kann. Resolution hat die weitere Investrune, seriously. Und ja, geht dann einfach sehr aggressiv vor. Arnie ist da aber. Ups, Paladai wird gesolo-upheat und zurückgeskürt und easy dunk. Hauptsache Dunks. Kriegt ihr den ersten, sehen auch hier wahrscheinlich, dass die Ward hier ist, beziehungsweise riechen ist. Beide Teams haben da Wards. Tja, Paladai musste den zweiten Cutting Blade abbekommen. Weitere Dunks weiter hier drauf. Der Arme, würde ich mal sagen. Aber Jokey ist jetzt hier. Treiben Weeha zurück. Wie steht's? Wir haben Networth immer noch weit vorne. Es kommen Gangs von Empire, auch wenn sie mit einer AP geforst werden müssen und schon wieder mit einer Lucky Invis Rune. Excalibur ist da hinten, das wissen sie, denn sie sehen das. Und suddenly wurden sie gesehen. Easy Kills hier. Kommt noch ein bisschen Damage können sie noch drauf tun, aber der Gale auf Level 1 oder auf Level 2 sollte eigentlich nicht genug sein. Es ist einiges hier. Sie kommen low, aber es reicht knapp nicht. Er hat noch ein bisschen was gefehlt. Aber Hani ist dafür sehr schnell. Und Hani macht jetzt tatsächlich den Go of Alona Dance. Kommt hier rein. Aber muss sich zurückziehen. Allerdings könnte das ein Solo-Kill sein. Rupture, ja. Muss hier stehen bleiben. Aber Support ist da. Hani versucht hier wegzukommen. Und Call ist da. Ah, zu spät. Ganz knapp zu spät. War da wohl zu greedy mit dem Blink? Ah ne, Blink war auf Cooldown, war halt unterwegs dahin schon mit Blink. Sehr, sehr knappe Sache. Trotzdem hat Hani da nichts bekommen und hat immerhin ein bisschen was von der Zeit verschwendet für Empire. Ja. Aloha Dance mit der Urne. Magnus hat Blink Dagger schon fertig, kommt hier sogar ja, Magic Wand für ihn. Magic Wand. Silent ist sich nicht sicher, was er im Dschungel hier soll. Wahrscheinlich einen Solo-Kill auf Excalibur holen. Aber, naja. Wird hier den Dschungel weglaufend gesehen. Das Old-Scepter ist jetzt fertig für Bloodseeker. Mal schauen, ob er damit was machen kann. Das ist ein gutes Old-Timing. Dafür, dass er halt, na gut, er konnte halt nur dschungeln. Und damit hat das ganz gut geklappt. Und hier ist ein Ancient Stack. Weeha mit der Battle Trance. Ist ganz einfach machbar. Versucht hier hoffentlich bei den ersten Kills zu bekommen. Hat Blood Rage auf sich. Nicht mehr. Denied den Tower hier. Excalibur wird da angegangen.
und ziemlich einfach down gebracht, kann er nichts gegen tun. Wehrt er sich auch, glaube ich, gar nicht. Tower denied von Magnus. Wo war das? Auf der Top-Lane anscheinend. Nee, Quatsch. Exit denied und Magnus hat die Invis-Runde geholt. Invis? Oh Gott, die dritte Invis im Spiel für Resolution. Seriously. RNGesus. Tja. Excalibur mit dem Midas. Hani mit dem Midas. Warte, ich hatte eben Simba gesehen mit dem Midas. Ja, das ist ein Midas. Oh Gott. Ja, die Hani, die Fnatic-Zeiten kommen wieder raus. Triple Midas für Meepon. Null Midas für Empire. Aber Empire, ja, haben halt den Druck da. Und brauchen halt die Midas einfach nicht. Pauls kommt jetzt raus. Weha. Oh, schöne Bounces von der Cast. Die einzigen Creeps, die da rum waren. Jetzt kommt die Disruption Soulcatchers drauf, aber der Damage einfach nicht. Eventuell könnte es hier noch sein Defensive. Das Defensive Swap schön gemacht. Keinerlei Möglichkeiten. Hani kommt halt wieder zu spät, beziehungsweise nicht schnell genug mit nur 700, 600 Movement Speed. Fortify in der Toplane, Silent Hood in Tower alleine. 1700 Gold neben dem Battle Fury. 2200 Gold. 2300 Gold. Da wird demnächst einiges kommen. BKB, Basher, Manta, Mask of Madness. Mask of Madness hier könnte tatsächlich gar nicht mal so schlecht sein. Wenn eine Resolution eine gute AP bekommt, jumpt daran, Mask of Madness an und hat mal easy 600-700 Movement Speed, Attack Damage. Und das ist halt schon was. Ha. Der Sound von Blood Rite ist ziemlich cool. Muss ich einfach sagen. Sehr voll und sehr lange genug tun, dieses so schön hat Genickbruch am Ende. Da haben sie schon Mühe gegeben. Die Grafen haben sich nicht so viel verändert, ein bisschen Meepoint, ein bisschen weiter runter von Meepoint. Mal schauen, wie sich das jetzt ändert, wenn Resolution. Oh, noch gerade so hier das rausbekommen. Wird hier gesehen, dass er low ist und Hani, ja, wird ihn einfach diven. Aber sie wollen nicht committen. Ja, und jetzt holen sie ihn einfach von Range. Und die absolut nicht committen. Der TP kommt jetzt rein. Hani, oh, ist alleine drin. Und wurde vom Witch Doctor schön da gehalten. Death Ward. Und es ist ein Trade. Ist der Trade? Ist even, ja. Yogi würde halt gerne rein, irgendwo reinkommen. Aber findet hier nichts. D-Ward. Für die Observer Ward. Tatsächlich sehen sie, dass sie jetzt ausläuft und vielleicht auch deshalb kam halt einfach nicht der D-Ward, um zu zeigen, dass es eine Sentry ist. Und ja. Tatsächlich ist der Plan aufgegangen. Observer Ward steht jetzt wieder hier und die Sentry Ward steht noch da. Aber Sentry Ward, okay, doch, wurde doch gesehen. Ich dachte schon, das hätte funktioniert, das wäre ziemlich cool. Als Strategie. Ja, Joki kommt hier wohl nicht mehr weg. Hat jetzt halt das Problem, aber sind auch alle da. Resolution ist auch da. Empire ist hier. Meepoint ist nicht ganz da. Hani ist. Gut, Hani ist schnell. Aber noch nicht da. Kein Engage von beiden Seiten. Und es bleibt spannend. 10 zu 10 nach 20 Minuten. In Sachen Networth. Ja, bei dem Zeitens hat das Board ganz stark. Ist halt 3-0-1. Aber, na, schon weit nicht gefolgt, aber dann dicht gefolgt von den drei Cores von Meepoint. Was halt auch so ein Ding ist, dass die Cores halt wesentlich gefarmter sind als der Rest, der da noch kommt. Sowohl Joki als auch Resolution sind im Vergleich doch recht arm. Trotzdem ist ein Lineup, das muss, eine IP muss sitzen. Und die PA tötet jeden, der irgendwie in der AP ist. Das ist einfach zu stark. Ja, Excalibur hat es versucht, der Geld ist drauf, aber es hilft nichts. Excalibur geht hier down. Cast wird am Ende noch bouncen und Joki kriegt den dritten, na, viertes Cunning Blade in diesem Game. Ja, und Silence. Hat die Grits. Geht los. Wird er wahrscheinlich auf Satanic jetzt direkt gehen, okay. Oder, naja, gut, Casual Hammer of the Dominator zum Stacken helfen. Und so. Und generell ein ziemlich geiles Item für Silence hier.
Oh, und noch gerade so mit dem Hochwirbeln. Muss sie das machen, aber Silent. Weiß nicht, wie weit er sich da beeindruckt von zeigt. Sie können ihn halt nicht wirklich töten. Man kann das halt einfach abwarten. Blinkt jetzt hier trotzdem und hat über die Hälfte des Lebens verloren. Nicht so gut, aber Dark Resolution bringt ihn down. Fire Spirits sind drauf, aber kann halt einfach. Silent kommt hier weg und auch Simba stirbt auch noch. AP wird benutzt, um sicher zu gehen. 2 zu. What? Shadow Demon hatte sich. Die Poison tötet ihn noch am Ende. Okay, aber keine XP. Für Empire und Gold ist auch marginal. Daher hat es sich tatsächlich gelohnt. 2 Kills für den Kill of Silent. Ja, immer noch auf 12.000 ist, aber sein BKB fast zustande hat. Tower in der Mitte könnte jetzt gepusht werden. Muss man sehen, ob sie das wirklich ohne Silence machen wollen. Nein. Silent ist halt einfach noch der Core da. So, eventuell sieht man jetzt einen Smoke. Nein. Sieht nicht danach aus. Es ist Base Defense erstmal. Und ein Standoff in der Mitte. Zumindest das erste Mal. Ja. Shadowblade für Magnus, seriously. Come on. This is so pub. Ja, schöne Sache hier abgewartet und geguckt, ob es der richtige ist oder nicht. Haben sie dann den richtigen gefunden. Swap zurück von Excalibur tatsächlich. Defensive Disruption, gut gemacht. Jetzt kommt das Blood Rates und jetzt müssen alle hier abhauen. Joki bezahlt mit seinem Leben. Unstoppable Streak ist hier down. Und Excalibur lebt. Das Ganze kann man nicht so wirklich von Always von der Fly behaupten. Der jetzt aber ist gecooldowned. Und Resolution. Wir wissen halt vom Shadowblade jetzt. Müssen halt immer noch gucken, aber AP in 10. Ich glaube nicht, dass das Meepo und das wissen, von daher. Squirt Endo Excalibur zurück in die Hände von Silent. Der direkt poppt. Wieder eine recht even Sache, aber schön gecountert von Meepo und dass sie das nicht alles mit sich machen lassen. Am Ende halt noch den einen Kill abgegeben. Weil Resolution mit dem Shadowblade doch. Da müssen sie jetzt Sentries kaufen. Hat jetzt halt 2 Möglichkeiten Initiation. Wird wahrscheinlich noch einen Force Step dazu bauen. Und dann hat er wirklich alle Möglichkeiten hier eine gute AP hinzulegen. Und halt auch Mikron zu überraschen. Ja, hat es nicht ganz geschafft, hat gesehen, wie low sie sind, aber kurzes bisschen an Blood Rate Damage und mehr waren nicht zu machen für Hani. Ja, der hat jetzt. Kriegt die AP raus. Er wird aber jetzt auch schön mit dem. Das Dungeon und hat dann 500 Movement Speed. Könnte durchaus. Nein. Gegen Silent und gegen seinen Blink ist da halt einfach nichts zu machen. Alle gedacht, eventuell mit 500 Movement Speed kann er da schnell weglaufen, aber nein. Nichts zu tun und der Bottom Tower geht an Empire. 16 zu 12. Eigentlich sein Gold hat das der Kill hier gegeben. Obwohl das gar keine solche Streak war. Trotzdem halt. Langsam wird Magnus. Höher als er als Weeha auf dem Troll. Trotzdem, sowohl Excalibur als auch Hani sind weit oben im Networth-Chart. Finden oben eventual Resolution. Ja, das ist der erste Kill. Sentry wird gesetzt, aber Skewer weg. Und nichts zu machen. Paladai supportet. Wind direkt raus, aber der Stun ist da. Swap von von Always von der Fly. Aber es scheint, als dass Simba erstmal das Wichtigste getan hat, um hier Paladai rauszukommen zu lassen. Und auch Joki wird nicht weitergehen. Wichtige Kills hier. Aloha Dance wird dafür wohl mit seinem Leben bezahlen. Versucht noch das Beste auf Viha zu machen. Aber geht hier einfach nur down. Auf der Backside haben wir halt noch Silent, der noch lebt. Hat noch ein BKB und hat auch noch eine Aegis, von daher. Aber hat kein TP. Muss ja halt versuchen, so weit wie möglich wegzukommen. Denn sein Team ist weit weg. Paladai hat auch kein TP. Sind halt hier zu dritt und BKB wird ausgepackt. Eventuell. Oh Gott. War es ein Desaster. Müssen dann hier kiten. Versuchen, Silent down zu bekommen. Das sieht. Holy crap, shit. Double Kill für Silent. Jetzt ist Joki da und Weeha kann nichts weiteres tun, als wegzulaufen. Wird es aber auch nicht wirklich schaffen gegen Silent. Blink ist da. Bats. Nächster Crit. Triple Kill für Silent. Packt hier die Crits raus. RNG ist auf seiner Seite. Hat auch genug Hits drauf gehabt. So ist es nicht, aber. Holy crap.
Was ein Gold. 1800 Gold für ihn und 5000 XP. Level 20 nach 26 Minuten für Silent, der hier ein riesiges Spiel hat. Geht auf MKB jetzt, um halt die Misses zu ignorieren vom Troll. Und wird das MKB in, ja, wahrscheinlich nach dem Tower hier fertig haben. 8-1 mit 230 Last Hits, 17.000 Net Worth. 7.000 oben drüber. Paladai wird zurückgescored, wird dann jetzt sterben. Dank von Joki mal wieder. In 5. soweit ich das weiß. Und es sieht schlecht aus für Meepwn, die einfach keinerlei Kontrolle über Silent hatten. Sie hatten jetzt hier irgendwie 10 Sekunden. 3 gegen 1 und Silent hat sie einfach auseinandergenommen. Alles Melee-Carries bis auf Venomancer und Simba. Und tja, Venomancer war nicht da. Und Simba, ja, einen kann man halt anspringen. Fire Spirits bringen halt nichts gegen den BKB und dann war die Sache gelaufen. Tja, Silent hier als Player könnte durchaus das Ausschlaggebende sein, um hier Meepwn aus den Joint Dota Masters schon frühzeitig ausscheiden zu lassen. Und Empire stehen stark da. Silent findet jetzt hier auch einfach Hani. Ups, hat ein bisschen zu spät gewartet. Oder hat ein bisschen zu lange gebraucht, um sich da... Nein, hat halt nicht gewartet, wollte farmen. Somit hat hier kein Kill. Aber Magnus kommt hier ran. Hat Skua wieder fertig. Und Silence ist da. Könnte in der PF mehrere sein. Oft hier ranzukommen. Aber, na gut. Hilft nichts. Excalibur baut sich hier ein. Aber Silent mit dem BKB muss halt einfach nur warten, bis er rausblinken kann. Und noch Swap. Aber, schöne Supernova hier. Silent geht down. Und Aloha Dance und Always Wanna Fly werden hier auch dran gehen. Schöner Stun dann im Endeffekt noch von der Supernova. Wunderschön gesetzt und Resolution muss sich hier zurückziehen. Ah, tatsächlich geht ein Yoki auch noch down. Ultra-Kill für Simba hier auf dem Phoenix. Was habe ich gesagt? Meepwn sind raus. Nein, Comeback. Mit, holy shit, 5000 Net Worth und 8500 XP. So, Resolution könnte jetzt hier mit der Double Damage Rune und dem Empower 5 Hero, ja, nein. Wird er nicht schaffen, sich den noch schon so zusammen 5 Hero AP und alle reinbratzen. Ist da doch eher nicht realistisch. Kriegen jetzt in der Mitte der 1-2 Tower und gleichen damit fast aus mit den Towern, die Empire hat. Sind noch im Spiel. 17 zu 21 und der XP-Graph steigt stark nach oben, Net Worth fast wieder even mit den 5000, die sie da bekommen haben, wird es jetzt ungefähr auf 2000 klarkommen und sich hier noch ein paar Stacks, gut, was aber Silence auch holt, oder Resolution, schön gemacht von Simba hier, aber halt auch so langsam zahlt sich halt tatsächlich die Rupture aus, weil ja, der defensive Blink von PA ist doch schwierig zu exekuten. Wenn den ganzen Damage bekommt, auch im BKB. Und mit der langen Rupture noch schwieriger. Agamemnon auf Venomancer und Blink. Aber Simba nach den 4 Kills. Soll er die 4 Kills bitte abgeben? Nein. TP't raus. Und Empire scheint auch wohl nur eher den Jungle farmen zu wollen. Huja. Spiel hin und zurück. Vorwärts und rückwärts. Keinerlei Throws bisher. Aber halt super Plays von beiden Sachen. Und die Teamfights sind doch nicht so einseitig, wie man das bei Silent hätte gedacht. Bei diesem Triple Kill Solo gegen das komplette lebende Team von Meepwn. Aber gut, der T2 Tower soll vielleicht hier angegangen werden, denken sie zumindest, aber der Gang kommt jetzt erstmal hier, aber Observer Ward ist tatsächlich ready. Von daher sehen beide Seiten, dass das nichts wird. Smoke von Empire. Und zwar hier. Aber nicht komplett. Resolution pinkt es an. Aber wohl doch nicht, okay. Bisschen komisch hier, dass es gepinkt wurde. Ich hatte erwartet, dass es ein Smoke wird, aber naja.
kann man nicht alles vorhersehen. Nur durch Pings und Movements. Beide Teams ein bisschen passiver jetzt. Aber wollen halt nicht abgeben. Paladin, auch wichtiges Item im Ghost Scepter. Wahrscheinlich Venomancer bald auch haben wollen. Kann außerdem noch schön mit dem E-Blade draus was draus machen. Tja, Honey, nächstes Item. BKB. Wie sieht's aus bei Weeha? Hat das BKB fertig, Sage und Yasha auch. Und na, wird man sehen, was er noch als nächstes Item hat. Zu guter Letzt Simba. Auch mit Blink. Und Shiva ist fertig. Daher, große Items, die jetzt hier rauskommen. Eventuell ein Item-Timing, um hier mal ein Gold zu machen. Teamfights zu forcen. Allerdings, Teamfights forcen gegen AP und PA ist halt so eine Sache. Müssen sie sich wirklich sicher sein. Tja, da Sandys gestorben ist, nach dem MKB nichts mehr für ihn weiter. Always on the fly. Pur Support. Muss sich hier nur mit den Medaillen zufrieden geben. Jokey, Blade Man hat jetzt das Aghanims fertig. Ja, Aloha Dance wird auf dem Weg zum holy shit, okay. Aghanims fertig. Ich achte wirklich nicht auf die Seite. Und Refresher jetzt auf Magnus fertig. Item Timing von beiden Sachen. Simba scoutet hier das ganze gegnerische Team und ganz knapp weg von Troll Warlord hier. Müssen sie gucken, dass sie abhauen. Der Go wird hier drauf gemacht, aber sind es wirklich genug hier um Ghost machen? Holy shit, 1000 Damage Crit von der PA. Und da kommt einiges Damage vom Deathward raus, der nicht abgehalten wird. Phoenix macht das Ulti. Schön viel geslowt, aber Troll ist auch schon down. Hani kann hier nicht rein, kann hier nicht viel machen. Excalibur ist auf der anderen Seite. Aloha Dance wird down. Hani hofft, dass irgendjemand reinkommt. Jetzt sind nur noch Resolution, Always von der Fly drin. Und Jokey. Aber das ist nicht für viel da. Resolution hat halt einfach mal das Shadow Blade. Und will damit tatsächlich re-engagen. Oh, AP, wunderschön gemacht. Hani wird hier down gehen. Ah, der Heal ist nicht genug. Und Batz. Da geht das Gem. Und da geht das Culling Blade. Gem war tatsächlich gekauft und nicht aufgesammelt gerade. Aber der Teamfight lief da doch gerade ein bisschen schön gemacht von Resolution, dass er da die Möglichkeit noch gesehen hatte, die beiden zur AP zu haben. Hat zwar nicht gereicht für eine Triple AP, aber war auch so schon sehr gut, dass sie da die beiden Cores rausgenommen haben. Und im Endeffekt war es ein 3-4 Trade. Beide Seiten kriegen XP, Gold, ja, sehr even, wobei Resolution 1200 rausbekommen hat. Der hat aber schon seine Refresher, ist also hier nicht mehr so ganz Core wichtig. Wird, keine Ahnung, auf AC gehen, auf Shivas oder sowas. Resolution hat wieder eine Invis-Runde. Seriously? Dieser Typ! Würde jetzt halt gerne einen Skewer runter machen. Und da kommt auch Jokey an. Skewer nach da. Und direkt in den Call rein. Schön gemacht. Hat noch das BKB rausbekommen. Und fängt jetzt an, Jokey zu bashen. Aber, Angie, kein einziger Bash. Seriously? Boah, krasse Sache. Aber wird er deshalb halt auch bezahlen. Phoenix Sun wird aktiviert, um halt noch ein Deathwall abzubrechen. Aber Defensive Swap ist wieder da. Und Simba hat jetzt das Problem, dass er da nicht rauskommt. Oh, Simba, kommt da weg. Und Resolution ist geslowt. Aber kriegt den letzten Hit noch raus. Allerdings, die Erkältung ist drauf. Wenn jetzt die Low, aber Hani hat es versucht, Hani. Ja, Props for trying, aber durch diese PA kommt man nicht durch. Oh, was für eine Fly, geht hier down. Haben immerhin noch zusammen mit Resolution, der auch noch down geht, einen guten Trade bekommen, dafür, dass es begonnen hat, dass Weeha direkt gestorben ist. Oder schnell gestorben ist. Moment für Axe, aber lief nicht gut für Meepound. Silent kreditet halt einfach alles down, was er findet. 4000 Gold wird demnächst auf den Satanic gehen. Wird jetzt hier eine Free Aegis bekommen. Und ja, es wird noch schwieriger für Meepound, das zu bekommen. Hat jetzt halt hier so einigermaßen. Haben jetzt halt. Meepound haben sich darauf reduziert, eigentlich Silent in Ruhe zu lassen. Oder zu fighten, wenn er nicht da ist. Oder halt irgendwie es zu versuchen. Aber wenn das halt nicht mehr der Fall sein wird, dann. Dann sieht es schlecht aus für Meepound, denn wie sollen sie Silent down bekommen?
1000 sind dann 700 Leben. Mit dem Satanic, was gleich kommen wird, werden das ungefähr 2,5 oder 2,4, 2,3k sein. 21 Armor, Crits, die ihm Leben geben, Aegis, BKB, holy shit. Das wird schwierig. BKB ist zwar down auf 6 Sekunden, aber wir müssen das irgendwie kiten. Und das wird mit 2 Mini-Cores halt irgendwie schwierig. Na gut, aber noch ist nicht vorbei, 23, 29. Grafen sind hoch und runter, immer wieder ein bisschen was für Empire, aber wir haben hier gesehen, in diesem Teamfight möglich ist es für Meepon was zu machen. 15.000 XP sind halt so eine Sache. Aber es ist noch nicht vorbei. Never lose hope. Es zieht sich. Eventuell hier ein Smoke von Meepon. Sind hier schon schön zusammen, aber Smoke sind zwei vorhanden auf Palerai. Trotzdem erstmal nichts. Sehen hier oben den Push vielleicht. Oder denken, dass er kommt. Und wollen Wraparound machen. Das ist eine Möglichkeit, aber es ist wahrscheinlich auch zu spät. In der Tower wird down gehen, wenn es Halle zu stark der vorher so weit davon steht. Also logisch, mit dem Shadowblade geht man ein bisschen scouten. Hofft mal, dass er einen Smoke unterbricht. Sieht nicht danach aus. Und müssen den Top Tower tatsächlich einfach so fallen lassen hier. Resolution findet Paladai, dass er sich wieder zurückskühren kann. Joki ist da. Oh, und holt sich dann den Dank mit knapp Hälfte Leben. Resolution wird gegailt. Eventuell, ja. Jetzt ist eine Disruption drauf. Swap, ja gut, okay. Tut weh, aber muss sein. Und Empire sind im Spiel. Nichts verloren. Und daher könnte es hier eventuell ein Highground-Push werden. Es sieht so danach aus. Tja. Auch immer diese minimalen Details zu sehen, wie Silent halt hier kurz runtergeht, damit er Creep Wave 4 hat, damit sie nicht Highground sehen kann und sein Team sieht. Details. Troll Warlord kriegt auf der Bottom Lane den T2 Tower. Und jetzt müssen sie ja Highground treffen. Troll kommt nicht rein. AP. Hat er das gemacht? Tatsächlich hat er AP gemacht. Das ist bitter. AP versemmelt. Und Empire müssen sich zurückziehen. Troll pusht da noch ein bisschen rein, aber. Ja, Pi war ein bisschen doof gelaufen. Um es mal. Ja. Antiklimatisch zu sagen. Aber sie haben ja die Möglichkeit, sie können sich einfach wieder zurücksenden. Haben wir doch ein Gem. Und holen sich einfach Tower runter. BKB auf X. 2 Minuten für Aegis. Haben sie bestimmt noch Zeit, vielleicht die Bottomlane durchzupushen bis zu den Rex oder so. Aber wollen hier nichts. Nichts Vorstellendes machen. Holy shit. Eye of Scully komplett. Für PA. Noch kein Satanic, erstmal ein Eye of Scully. Das wird die Aegis ersetzen, wenn sie ausläuft. Von daher schon vorgesorgt. Eventuell ist es auch später soweit, dass sie das Battle Fury verkaufen kann. Weil er ja das Empower von Magnus bekommt. Aber so weit sind wir auch wieder noch nicht. In der Mitte sind sie jetzt. Aber Paladai defendet das ganz gut alleine. Resolution ist wieder da. Haben sie ein Gem? Scheint so. Nein, haben sie kein Gem. Es war einfach nur ein Schuss. Und ein frühzeitiges Wegblinken von Resolution, den ich gedacht habe. Oh, scheiße, sie sehen mich. Aber das wäre knapp an ihm vorbeigegangen. Und tatsächlich. Es ist der Helm of the Dominator, der halt erstmal ohne Satanic nicht so viel bringt. Wird eingetauscht gegen einen Scully. Ja, 2,8 Leben. Wird auf 3,2 ungefähr hochgehen, wenn er mit dem Satanic kommt. Level 25, 300 Damage plus Crits. Puh. Aegis timed aus in einer halben Minute. Dann müssen sie jetzt hier was machen. Der Go kommt, Resolution ist drin, aber Sentry Ward sieht ihn. Wird erstmal nichts zu tun sein. Der Go soll gemacht werden. Aegis timet bald aus. Knapp 10 Sekunden. Mal schauen, ob sie da wirklich jetzt reingehen wollen oder ob sie es warten. Sie haben den Timer bei Hand. Aegis jetzt reclaimed. Und zack, haben wir so damit an. Okay, das Chicken war schon da, wollten sie warten.
Und der Go kommt. Ein Crit. Creepy ist weg. Plague Wards stehen noch da. Aber Silent kann jetzt hier auch einfach hochgucken. So, Defensive. Na. Disruption. Nicht ganz getroffen. Und Empire ziehen sich etwas zurück. Und ja, etwas ist gut, ganz zurück. Kein Risiko. Wir müssen Best of Three, Join Dota Masters. Es geht hier um wesentlich mehr als dieses Halbfinale, Viertelfinale. Dementsprechend werden sie jetzt wohl auf Roshan erstmal warten und es dann nochmal versuchen. Haben es jetzt quasi zweimal versucht. Oder sie versuchen es einfach mit dem Smoke ab zurück und hoffen, dass sie rauskommen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Außer mit einem Smoke. Na, mal schauen. Kann ja hoffen. Resolution findet jetzt sich wieder, von daher. Oh, schön gesehen. Oh nein, auf 3 AP und easy Kills von Silent hier. Das ist bitter. Excalibur geht jetzt, ja, nicht ganz down hier von dem Plague Ward. Aber jetzt geht er down. Buyback Weha, Buyback Excalibur. Geturnt wird es jetzt versucht, aber PA blinkt sich halt auch weg. Aloha Dance ist der erste, der down geht. Gem immerhin, aber 2 Buybacks. Und Silent blinkt sich immer weiter. Hat jetzt. Kann jetzt wahrscheinlich bald turnen. Falls es soweit kommt. Ja, BKB an. Zack, zack, zack. Die Turns kommen zurück. Und die Crits sind da. Dank gemacht. Simba hat jetzt ein großes Problem. Kommt da auch nicht mehr weg. Silent holt sich den nächsten Kill. Mega Kill Streak auf Silent. Excalibur kommt da noch weg. Call ist draußen. Und Dank. Der nächste von Joki. Teamwipe für Meepo. Und das Beginning from the End. Schöne AP von Resolution, die hier wahrscheinlich das Game beendet hat. Sollte eine Lane of Rex mindestens sein, aber mit 60 Sekunden und diesem schönen Swap sieht das nach mehr aus. Ja, es hat einmal die Kombo funktioniert und einmal das ist ein Teamwipe. Je später es wird, desto mehr wehtun tut das ja natürlich. Und gehen sie hier mehr? Machen sie hier mehr? Sollten sie zumindest tun. Aber tatsächlich ziehen sie sich hier zurück. Na gut. Sehr, sehr defensives Play. Was man von einem X und Russian Dota vielleicht nicht so gewohnt ist. Aber, ja, Empire halten hier aus. Wissen ja doch, dass bald Roshan wieder da kommt, von daher. Hätten jetzt 50 Sekunden Zeit gehabt, hätten den Tower holen können, vielleicht sogar Rex holen können. Wahrscheinlich Rex holen sollen. Aber gehen es nicht an. Basher. Für Phantom Assassin. Von daher doch kein Satanic anscheinend. Und 2 Minuten auf Roshan. Tatsächlich kein Satanic, wird ein Super Basher gebaut. Im Endeffekt natürlich wahrscheinlich auch besser für Troll, der Perma bashen kann. Das ist noch so das einzige Problem für Silent. Aber das Problem ist halt, die Bashes muss. Die Wahrscheinlichkeit für die Bashes muss man noch multiplizieren mit der Evasion, die Silent hat. Und das ist halt so ein klitzekleines Problem. Troll Warlord ist auf dem Weg zum MKB. Aber das wird noch dauern. Die Grafen sind nun abgrundtief auf der Seite von Empire, 25k von beidem. Itemweise sieht man hier ziemlich viel und hier ein bisschen weniger. Super hilfreich. Resolution kriegt jetzt meine Haste-Rune. Sehr interessant, dass er hier keine. Ja, dass er hier halt einfach keine Invis-Rune findet. Aber gut. Mal was Neues für ihn. Roshan in einer Minute wieder da. Und jetzt, tja, liegt es an Empire, den Sack zuzumachen, beziehungsweise an Meepo irgendwie weiter drin zu bleiben. Müssen es halt versuchen. Whisper the Fly wird jetzt hier abgestellt, um Roshan zu scouten. Mal schauen, wie lange er da drin bleibt, aber eigentlich kann er da die komplette Zeit drin bleiben, ohne dass da irgendwas passieren wird. Er wird nicht gebraucht auf der Map und sie warten auf Roshan, von daher. Wird er wohl da sein. 30 Sekunden, ob es Roshan wiederkommt. Dann wird Silent wahrscheinlich Weges nehmen. Würdest du dafür weglegen oder sowas. Und hier den Go machen. Ich weiß nicht, was Meepo und noch tun sollten. 30.000 Net Worth auf Silent. Und der nächste ist Weha mit. Ne, Hani mit 16k. Und Weha mit 13k.
Also Silence gesixslottet ohne Ende. Zu viel Gold schon. Und jetzt auch noch eine Aegis. Mal schauen, ob sie das sich vielleicht Resolution geben oder sowas. Mal schauen. Es sieht so danach aus, als ob Aegis, ja, für Joki übernommen wird. Cheese. Ja, ist auf Aloha Dance und Joki nimmt sich hier die Aegis. Der Push kommt, Silence wird dafür abgestellt und gesagt, okay, du stirbst nicht mehr. Wahrscheinlich haben sie damit recht. Der Push kommt, Resolution ist wieder Invis. Versucht's mal unten rum, aber unten rum haben sie Sentries. Und ist erstmal nichts zu finden. Das Disruption habe ich gehört, ja, das Disruption ist da. Rupture ist auch draußen, Silent kriegt ein bisschen was an Damage. Aber wird das halt hier aussitzen, ne? Die Initiation von Meepo ist nicht so gut, dass sie da jetzt reinkommen könnten. Von daher ist hier die Rupture raus, die ein großer Punkt ist. Tja, Weeha ist am Split pushen. Wird wahrscheinlich bald zurückkommen müssen. Ja, ist nicht sicher, ob er zurückkommen will, aber ja, sollten sie jetzt hier tun. Trotzdem versucht er es mit dem Split-Push. Hat auch einen guten Damage auf den Tower. Aber die Frage ist, wollen sie das tun? Wir sind jetzt hier vielleicht zurück. Das Veno-Ulti hat einiges in Damage hier. Das hat auch Aghanims. Aloha Dance kriegt hier Damage, hat aber noch einen Cheese. Paladai kriegt den Chopper. Defensives Ulti von Simba hier, aber er kann halt auch nichts machen, das ist zu weit weg. Mensch, Mili-Rex sind down hier. Wie sieht's bei Weeha aus? Kriegt hier die Mili-Rex noch down? Aber dafür kriegt halt Empire hier einfache Mega-Creeps. Resolution geht wohl down hier tatsächlich. Aber Joki hat hier Simba gefunden. Simba geht down, kein Buyback, 110 Sekunden auf Kudan. Rani kriegen sie einfach so nicht down. Dafür ist er zu schnell. Buyback von Resolution. BOTs werden wahrscheinlich hier gekauft. Aber ja, Honey läuft Zirkel um sie herum. Trotzdem bringt es nichts. Silent holt einfach die Rex. Mega Creeps für Empire und damit wahrscheinlich auch das Spiel. Oben nur die Mini-Rex bekommen. Okay, letzter Versuch, Honey. Dagentime. Ein Support kriegt er noch. Aber es sieht tatsächlich nicht aus, als ob man den einen Support noch bekommt. Das ist bitter. Dagen natürlich kein Buyback. Honey geht hier down und ja, der Ulti benutzt, um halt einen einzigen Kill zu bekommen. Simba mit dem GG. Excalibur muss noch den kurzen Preis bezahlen. Dafür, dass er aus der Base rausgeht. Und Empire sind die Gewinner dieses Best of Threes zwischen Team Empire und Meepwnt, die leider nichts dagegen entgegenzusetzen hatten. Wie auch gestern schon im Alienware Area 51 Cup. Empire sind strong. Empire sind vielleicht zu strong, haben hier doch definitiv gezeigt, wie viel sie drauf haben und advancen weiter ins Halbfinale der John Dota Masters, welches morgen ab 17 Uhr gespielt wird. Wieder mit mir und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja wiederkommen. Aber wiederkommen, hier geht's jetzt und zwar vor 5 Minuten, also jetzt direkt, weiter mit Four Anchors and Sea Captains vs. Alliance. Und das wird genauso spannend und witzig wie hier das. Sehr gespannt, sehr gefreut, außerdem Alliance-Kasten. Es gibt ein erstes Mal für alles. Das hier ist meins. Freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr nicht wiederkommt, @SisterZonDota, mein Twitter-Handle und SisterZon auf Twitch und sonst so. Überall. Sucht danach und dann werdet ihr fündig. Gut, hier geht's weiter. Vorher ASC vs. Alliance. Bis gleich.